Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Stefan und ich freue mich, dass du wieder mit am Start bist. Und gestern kam ja ein sehr, sehr großes Update von Adobe raus, sowohl für Photoshop als auch für Lightroom und für die ganzen anderen Programme wie Premiere und so weiter natürlich auch. Und ich möchte dir heute wirklich meine absolute Lieblingsneuerung in Lightroom vorstellen und endlich, sie haben mich offensichtlich erhört, nein Quatsch, aber ich habe ja schon sehr lange davon gesprochen, dass ich mir diese Änderung wirklich wünsche und endlich ist es soweit, endlich gibt es dieses Update, wo diese Änderung stattfindet. Um was es genau geht, erfährst du nach dem Intro, ich wünsche dir ganz viel Spaß. Ich bin jetzt in Lightroom Classic wieder drin. Das ist also jetzt auch der neue Name. Das heißt nicht mehr Lightroom CC Classic oder so. Das heißt einfach nur noch Lightroom Classic. Und ja, die eine Neuerung, die mir ganz besonders gut gefällt, auf die ich schon so ewig gewartet habe, was ich auch eigentlich immer wieder gesagt habe, was wir noch brauchen, die findet man in den lokalen Anpassungen. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt hier den Pinsel, den Radialfilter oder auch den Verlaufsfilter anwähle. Ich mache das jetzt einfach mal mit dem Pinsel hier und dann siehst du auch schon hier Farbton. Das ist jetzt genau das, was endlich eingeführt wurde in Lightroom. Und ich habe jetzt die Möglichkeit, also wirklich lokal die Farbe zu ändern. Und zwar nicht nur so, wie man es aus der HSL-Tabelle hier kennt, dass ich also zum Beispiel einen Rotfarbton Richtung Magenta schieben kann oder Richtung Orange, sondern ich habe jetzt die Möglichkeit, hier wirklich einen Rotfarbton in jede andere Farbe umzuändern. Und das werde ich dir jetzt einfach mal zeigen. Ich nehme jetzt hier mal einen Pinsel, werde jetzt hier automatisch Maskieren noch anwählen. Das Schöne ist jetzt, wenn ich zum Beispiel meine rote Jacke umfärben möchte, dann mit automatisch Maskieren kann ich schon relativ gut dafür sorgen, dass hier nur die Jacke ausgewählt wird. Aber das Schöne ist ja dann dieses Zusammenspiel zwischen dem automatisch Maskieren und dann noch der Maske, der Bereichsmaske, die ich hier noch einstellen kann, nämlich der Farbbereichsmaske. Das zeige ich dir jetzt gleich mal. Also ich male das Ganze jetzt hier mal zu Ende aus. Ich muss mal jetzt noch dazu sagen, es wurde ja auch wieder angekündigt, so Performance-Verbesserungen und so weiter. Davon spüre ich jetzt persönlich ehrlich gesagt nicht so viel. Also es ist jetzt bei mir persönlich, zumindest am Rechner, nicht wirklich schneller geworden, das Ganze. Aber es wird davon geredet, Performance-Verbesserungen soll es auch geben. So, jetzt können wir mal gucken hier. Also die Jacke wurde schon relativ gut angewählt. Ich kann das Ganze jetzt, wie gesagt, hier noch mit einer Bereichsmaske Farbe noch verfeinern. Da kann ich mir jetzt hier die Pipette nehmen und jetzt ziehe ich mir einfach mal mit gedrückter Maustaste so eine Auswahl hier auf aus diesem Rotton der Jacke hier. Da sind ein paar hellere Bereiche und ein paar dunklere Bereiche mit dabei von diesen Rottönen und jetzt kann ich tatsächlich, wenn ich jetzt hier die Pipette wieder zurücknehme, kann ich hier reingehen und den Farbton verschieben. Du siehst jetzt hier, der ist genau in der Mitte und wenn ich den jetzt mal weiter nach links zum Beispiel schiebe, zack, dann kann ich hier jede Farbe dieser Jacke hier anwählen. Und ich nehme jetzt hier zum Beispiel mal, nehmen wir es mal richtig, richtig krass, nehmen wir mal hier wirklich so ein Türkis, ja, also so eine Komplementärfarbe von dem Rot. Vielleicht nehmen wir die Sättigung ein kleines Stück raus, weil ganz so stark muss es dann doch nicht sein. Und die Belichtung nehmen wir mal auch ein Stück runter. So, und man sieht jetzt auch natürlich, ich habe hier noch so ein paar Sachen, die noch nicht angemalt wurden. Also ich gehe jetzt hier mit dem Pinsel nochmal rüber, male jetzt hier nochmal drüber. Also das automatische Maskieren hat jetzt hier noch nicht alles mitgenommen. Das ist aber kein Problem, das kann man im Nachgang natürlich immer noch hier mit dazu malen. Zack, hier fehlt auch noch so ein bisschen was hier unten. Das muss alles nochmal rein. Aber durch dieses automatische Maskieren in Verbindung mit ja, der Bereichsmaske Farbe hier ist das überhaupt kein Problem. Und selbst wenn ich jetzt hier ein bisschen drüber male, auch das ist kein Problem, weil zum Beispiel dieses Grau von den Steinen hier überhaupt nicht mitgenommen wird. Ja, hier über das Logo gehe ich nochmal rüber, weil hier sind noch so ein paar rote Sachen drin. Hier gehe ich nochmal rüber über den Kragen. So. Und theoretisch kann man jetzt hier auch über die Innenseite der Jacke nochmal so rübergehen. Aber so sieht es doch schon ganz gut aus. Ja, es ist jetzt noch nicht perfekt. Also ich müsste jetzt hier noch ein bisschen mehr Zeit verwenden eigentlich. Und gerade hier über meinem Gesicht mache ich das Ganze jetzt auch nochmal, nehme ich das nochmal so ein bisschen raus. Da drücke ich einfach die Alt-Taste dabei. Dann habe ich hier direkt den Pinsel im negativen Sinne. Das heißt, da radiere ich das Ganze wieder so ein bisschen raus. Ich habe jetzt aber, wie gesagt, die Möglichkeit, das Ganze hier farblich zu verschieben, wie ich möchte. Wenn ich zum Beispiel ja, eine grüne Jacke haben will, dann habe ich jetzt eine grüne Jacke. Ja, man sieht hier jetzt außenrum noch so ganz kleines bisschen
dass hier so ein bisschen durchschimmert, der Rand. Aber wie gesagt, wenn ich mir jetzt ein bisschen mehr Zeit nehmen würde, dann wäre auch das überhaupt kein Problem. Man kann natürlich auch jetzt hier das automatisch maskieren mal rausnehmen und jetzt hier einfach so noch weiter drüber malen. Weil das Ding ist ja, dass wir quasi mit dieser Bereichsmaske Farbe sowieso nur das Rot auswählen. Mache ich auch hier nochmal drüber, zack. Ja, also das ist jetzt hier nicht das Problem. Und wenn ich jetzt mir hier einen Farbton mal so ausgesucht habe, das Schöne ist jetzt, nehmen wir mal so ein Grün hier. Jetzt kann ich hier noch die Feinkorrektur verwenden und dann verschiebe ich hier diesen Farbton wirklich ganz langsam. Du siehst es jetzt hier an dieser Zahl, dass ich jetzt wirklich in den Komma-Bereichen arbeite und jetzt wirklich mir eine Farbe ganz genau aussuchen kann, die ich haben möchte. Oh, das sieht doch schon mal ganz gut aus soweit. Jetzt können wir hier nochmal so einen kurzen Vorher-Nachher-Check machen. So sieht es vorher aus, so sieht es danach aus. Also wir haben jetzt die Möglichkeit, wirklich ganz partiell im Bild aus einer Farbe jede beliebig andere Farbe zu machen. Ich kann natürlich auch jederzeit hier noch die Stärke der Bereichsmaske Farbe einstellen, das Ganze so ein bisschen weiter nach oben drehen. Dadurch verschwinden die Ränder auch nochmal so ein bisschen. Ja, sieht jetzt schon deutlich besser aus. Aber du siehst, wie schön das Ganze jetzt hier funktioniert. Und das ist ja wirklich eine Sache, wo ich schon seit Ewigkeiten immer wieder geredet habe. Warum kann man nicht lokal auch die Farben ganz simpel und einfach anpassen? Da gab es ja so einen kleinen Workaround, den ich mal gezeigt habe. Aber so funktioniert das Ganze natürlich wesentlich einfacher und wesentlich besser. Ich möchte an dieser Stelle nur ganz kurz erwähnen, falls du Interesse hast, Lightroom weiter zu lernen, es gibt von mir 2 Videotrainings zum Thema Lightroom. Einmal für Einsteiger, einmal für Fortgeschrittene. Und falls du Interesse daran hast, wenn du jetzt dieses Video siehst und dir denkst, oh, ich bin noch nicht so hundertprozentig fit in Lightroom, dann schau auf jeden Fall mal auf meinem Online-Store vorbei. Dort gibt es aktuell auch 15% Rabatt. Den Code dazu, den blende ich dir hier unten auch nochmal ein. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Lernen. Es gibt noch eine zweite Sache, die sich ja für mich grundlegend geändert hat, was hier das Ganze angeht. Das ist die Gradationskurve. Erstens mal so ein bisschen optische Änderung. Also das Ganze wurde jetzt hier umgedreht. Der Hintergrund ist jetzt heller und das Histogramm ist jetzt dunkler dargestellt. Das finde ich sehr schön. Wir können jetzt hier, wie gesagt, ganz einfach wieder unsere Anpassung machen. Und das Schöne ist jetzt auch, dass man im Hintergrund die eigentliche Kurve, also diese eigentliche Diagonale immer noch sehr schön sieht. Da kann man immer sehr gut sehen, wie viel hat man sich denn eigentlich von dieser Kurve oder von dieser Geraden eigentlich wegbewegt, wenn man jetzt so eine Gradationskurve hier erstellt. Das finde ich sehr schön. Außerdem können wir jetzt hier mit einem Rechtsklick ganz einfach wieder sagen, Kanal zurücksetzen. Wir können alle Kanäle zurücksetzen, wenn ich jetzt hier auch in den einzelnen Farbkanälen noch was gemacht habe. Ich kann auch die Kanaleinstellung kopieren und zum Beispiel in den Rotkanal gehen und jetzt die Kanaleinstellung einfügen. Dann wird jetzt das Gleiche in dem Rotkanal genauso gemacht wie in dem RGB-Kanal. Also das ist auch eine schöne Sache. Und ich setze jetzt erstmal die Kanäle alle wieder zurück. Außerdem habe ich jetzt noch die Möglichkeit, mir auszuwählen zwischen der Punktkurve, so wie ich es bisher gemacht habe, und der parametrischen Kurve. Also da klicke ich jetzt hier einfach zwischen diesen beiden Symbolen hin und her. Und dann kann ich das Ganze hier auch theoretisch mit den Reglern einstellen. Wenn ich das lieber so machen möchte, dann kann ich auch das tun. Und noch ein weiterer Vorteil, den ich jetzt sehe hier, gerade wenn es in die einzelnen Farbkanäle gegangen ist in der Gradationskurve, habe ich ja mal so erklärt, ja, wenn man im Rotkanal zum Beispiel ist, wenn man dann das Ganze hier anhebt, dann wird das rötlicher. Das wird jetzt hier auch grafisch nochmal so ein bisschen unterstützt, indem man jetzt hier wirklich auch die rote Farbe oben eingeblendet hat und nach unten hin die Komplementärfarbe, also dieses Türkisgrün so ein bisschen. Man sieht also jetzt auch als Anfänger quasi, was eigentlich passiert, wenn ich das Ganze weiter nach oben ziehe oder nach unten. Und genauso natürlich auch in dem Grünkanal, wenn ich das so nach oben ziehe, kommt das Grün mehr zum Vorschein, wenn ich es nach unten ziehe, mehr so das Magenta. Und bei dem Blau ist es halt oben blau, logischerweise, und unten ist es so ein Gelb-Orange. Also das ist sehr, sehr schön, dass es jetzt auch so grafisch nochmal ein bisschen überarbeitet wurde und man dadurch vielleicht die Gradationskurve einfach auch ein Stück weit besser nochmal verstehen kann. Das war's mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen und wenn dem so ist, dann kannst du auf jeden Fall einen Daumen nach oben geben und falls du noch Fragen dazu hast, dann poste sie einfach unten in die Kommentare. Ansonsten kannst du mir natürlich auch auf Instagram folgen und auch auf meinem Online-Store vorbeischauen. Wie gesagt, falls du Interesse daran hast, Lightroom noch ein bisschen intensiver kennenzulernen. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen und falls du noch nicht getan hast, abonniere auch den Kanal, damit du keine weiteren Videos überhaupt mehr verpasst. Mach's gut und viel Spaß beim Fotografieren und Bildbearbeiten. Ciao!